Wie bringe ich die Grütze dann rein? Ja klar, so. Ich brauch dich. Ich komme. Ich hatte gehofft, vielleicht in einem Satz rüberspringen zu können. Ich hatte dann die Befürchtung, dass es doch nicht langt. Dann bleib mal bitte kurz hier. Ja? Dann setzt du einmal ein Portal hier und eins da oben. Ja. Ach so, klar. Und jetzt kommt die Grütze. Jetzt kannst du loslaufen und kannst da und da dein Portal setzen. Und jetzt? Und... Das war zu früh. Nein. Das war zu früh. Aber so funktioniert's wenigstens. Okay. Na, wir bräuchten hier mehr gelbe Krütze. Dass wir hier mal vorankommen. Und los. Dann musst du warten, bis die Grütze ziemlich über den Turret ist und dann kannst du es erst deaktivieren. Jetzt. Endlich. Der Arme. Was müsstest du normalerweise da zwischen den Wandsprüngen hin und her machen können? Funktioniert. Dann warte ich mal, bis du wieder bis du hinten bist und mir durchgegeben hast, was los ist. Ich brauche hier einen Befehl 8. Mhm. Also ich kann dich zumindest schon mal rüberholen, theoretisch, theopraktisch. Das kann ich mich selber eigentlich auch. Nee, ich habe hier halt eine Portalflasche, mit der ich nichts anfangen kann. Ja, noch nicht. Das bewirkt. Auflassen, 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 ja. Auflassen, 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 auflassen. Ja, ja, ich stehe doch. Das hat mir original gar nichts gebracht. Siehste. Aber wofür ist es dann da? Wenn nicht hierfür. Da oben ist was. Du siehst, was ich meine, ne? Ah ja, sehr schön. Kommst du so mit dem normalen Sprung hoch? Nee, ne? Auflassen. Dann musst du da das Portal lassen und da noch ein Portal hinsetzen. Bitte was? Ich brauche das Portal, hier... Was? Ach so! Das Rote muss stehen bleiben und da musst du das Gelbe hin, da musst du ins Rote springen. Jetzt? Ist hier ein Drückeberger. Und wir haben das Blaue. Also, hast du es? Ja. Zurück. Brauche ich nichts mehr machen? Nein. Geiler Scheiß. Jesus! Aus. Was machen wir alles? Da stimmt was nicht. Die Tür sollte sich öffnen. Gehört die Kamera zum Schloss? Nicht wirklich. Okay. Mach noch. Versucht es. Was? Versucht es? Was denn? Nicht aufgeben. Hä? Mit der Kamera. Ja, was ist mit der Kamera? Keine Ahnung, was mit der Kamera sein soll. Aufnehmen kann ich dir auch nicht. Der Mechanismus erkennt, dass ihr keine Menschen seid. Geschafft. Ja. Ist klar.
Ah, ja. Der Nibelungenschatz. Nee, Nazi-Gold. Kommt wahrscheinlich aufs selbe raus. Wahrscheinlich. Geschafft. Ihr habt's geschafft. Oi. Das Testen hat sich gelohnt. Nett. All diese Testsubjekte. So viele Tests. Die Wissenschaft dankt euch. Bitte. Genug gefeiert. Es gibt noch mehr Arbeit. Haha, oh. Nun zur Wissenschaft. Die übliche Leier, oder? Wahrscheinlich. Gibt es irgendwie noch Credits oder können wir oder wäre das dann direkt rum? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie ja nochmal einen Sondertest, extra Wunder. Bloß nicht. Das wird dann ja noch schwerer. Nö. Ah, das sieht nach Credits aus. Sehen ja. Wir die Akten ein. Kein Teamplayer. Das sind jetzt die Credits. Ah, geil. Das kennen jetzt hier. Das ist nicht schlecht gemacht. Ja. Gut. Aber es ist soweit, ne? Ja, das war doch mal nicht schlecht. Schläft nur. Nun denn. Brett Englisch, na dann. Nie pünktlich. Oh. Schlechter Zuhörer. Häufiges Nichterscheinen. Das erinnert mich jetzt auch gerade an jemanden. Klappermaul. Oh, hast Montage. Oder hast Montage, je nachdem. Flampig. Da war gerade der Blue. Der Würfel. Ach ja. Zauberer, wunderbar. Ja, was bleibt denn zum Spiel zu sagen? Wollen wir vielleicht mal die Credits nutzen, um einfach mal immer zu spät. Revue passieren zu lassen, oder? Also ich muss sagen, als Denkspiel Astral. Den Singleplayer kenne ich jetzt persönlich nicht, aber... Der ist auch sehr gut, der ist halt leichter wie der... Launisch. Ist ja klar, da musst du zu zweit denken, ansonsten musst du... Naja, klar. Ach, guck mal, Orange. Hallo, Orange. Geh weg, ich will dich nicht mehr sehen. Ich will meinen Charakter sehen. Ja, der ist da eben schon durchgefahren. Also, was ganz klar ist, man muss auf jeden Fall konzentriert sein für das Spiel. Also, ja. Sobald die Konzentration nachlässt... Ist Feierabend. Ja. Liebt Schadenfreude. Ansonsten die Ideen eigentlich ganz cool. So an sich schwierig, aber cool. Eindeutig. Ja. Unterschätzt Arbeit. Ich habe eigentlich alles in Portal 2 Einzelspieler schon gesagt. Über das Spiel, was ich jetzt noch zum Koop dazufügen lässt, ist, dass Kapitel 4 und 5 extrem Schwersinn und Ende, Kapitel 3 auch. Ja. Entschuldigung, wenn wir uns manchmal recht dumm angestellt haben, wenn die Lösung eigentlich schon auf der Hand lag. Tja. Das gehört auch inzwischen irgendwie dazu, also. Ich meine, einfach durchrennen wäre ja auch langweilig. Dann würde man ein super Spiel auf
auf irgendwelchen Game-Test-Seiten hochladen. Ja. Klaut Essen von Mitarbeitern aus dem Kühlschrank. Was war mit dem Kühlschrank? Klaut Essen aus dem Kühlschrank. Scheiße. Leute, leid tut mir halt eigentlich jetzt nur für die, die vielleicht aus lauter Verzweiflung ihren Bildschirm aus dem Fenster geworfen haben. Ich weiß es nicht. Also. Wartseher. Naja, passiert, wenn ihr selber aufnehmt auch noch, ein riesen Mikro vor der Fresse habt, wo ihr eh nicht den kompletten Bildschirm seht und euch ewig strecken müsst, ist bei dir wahrscheinlich ähnlich. Also meins steht hier schön links von mir, also ich sehe das nur im Augenwinkel, wenn ich drauf achte. Ja, deins passt sich ja auch an, du hast ja auch ein Betriebssystem dafür. Ja, deswegen bin ich mir auch überlegen, ob ich mir Windows 10 hole, obwohl es kostenlos ist. Windows 10 wird kostenlos? Ja. Für ein Jahr kann man das kostenlos kriegen, danach kostet es. Also für diejenigen, die Windows 7 haben, Windows und Windows 8 und Windows 8.1. Für diejenigen ist Windows 10 ein Jahr kostenlos. Ja, und danach musst du Vollpreis bezahlen. Nein, diejenigen, die es bis dahin haben, behalten es auch kostenlos, so habe ich das verstanden. Schauen wir mal. Deswegen bin ich echt am Überlegen, also ich muss mal gucken, vielleicht mal dann den Hersteller vom Mikrofon fragen, ob der da dann bis dahin mal was Neues rausgebracht hat. Aber bis dahin dauert es auf jeden Fall noch bis Herbst. Insofern, was machen wir, damit es soweit ist? Jo. Gut. Ja, wie geht's weiter mit den LPT-Projekten? Geplant ist Left 4 Dead. Zurückgelassen vor dem Vater. Ja, als Dreier LPT gegebenenfalls sogar, weil Zuckerrohr auch, also der Andi auch schon Interesse bekundet hat. Der würde auch gern mitmachen. Wir müssen nur mal gucken, wann, weil ich haue jetzt als Drittprojekt Age of Empires 3 rein, die beiden Add-ons. Die habe ich nämlich seit ewig einem Abonnenten versprochen, dem lieben Crusher. Und ja, den will ich jetzt nicht noch länger warten lassen. Also es wird auf jeden Fall von meiner Seite aus Age of Empires 3 die beiden Add-ons kommen. Und ich muss mal gucken, wie sich das dann mit den anderen entwickelt. Ich habe halt keinen Schimmer, wie lange ich jetzt noch für Dungeon Keeper und Crysis brauche. Wie lange dann also die Lücke bis zum Next, also bis Left 4 Dead kommt. Weil Europa Universal ist, das LPT kommt ja auch noch. Und zwar, wenn das neue DLC draußen ist. Ja. An der Stelle also kann ich im Grunde, also was zumindest meine Zuschauer betrifft, kann ich nur auf den Kanal-Infobereich hinweisen, wo ich auf aktuelle oder nahezu nahe kommende Projekte informiere. Abgeschlossen haben. Oh. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie nun die Teststrecke Ihrer Wahl wiederholen. Nee. Ja. Nee, also wie gesagt, ich informiere im Bereich der Kanalinfo über alle kommenden bzw. aktuelle Projekte. Zeitnah. Da also immer mal einen Blick drauf werfen. Und dann schauen wir mal, wie wir das mit Left 4 Dead hinkriegen. Einfach noch ein bisschen Suizid begehen. Ja, das muss. Fliegendes Suizidkommando! Kamikaze. Ich will jetzt mal endlich auf diese Scheißbrücke! Ja! Gut. Jo, alles klar. Ansonsten, von meiner Seite aus war's das. Von mir auch soweit. Ich habe eigentlich dem nichts hinzuzufügen, was jetzt bei mir mittlerweile noch laufen sollte, müsste Far Cry 4 sein. Ja, was bis dahin jetzt ein bisschen voraufgezeichnet, deswegen weiß ich nicht, was sich bis dahin noch ergeben hat. Ansonsten, ihr seht es ja auch bei mir in der Kanalinfo. Ja, wenn die nicht wieder durch irgendwelche Dritte verfälscht wurde. andere Geschichte. Schauen wir uns doch gerade nochmal die Statistik hier an. Ja, erzähl weiter. Ja, ansonsten müsste zurzeit Far Cry 4 laufen und das läuft jetzt so lang, bis noch ein zweites LPT, bis dann wieder ein LPT dazukommt, wieder als einzelnes Mittagsprojekt, also um 14 Uhr, um 10 Uhr dann wie immer wechseln sich dann Titanfall, BFH, dann kommt der Far Cry 4 frühst dann und dann wieder BFH und das wechselt sich dann und ansonsten dann halt mittags um 14 Uhr Far Cry 4 und ja, schauen wir mal. Bis dahin könnte es noch sein, dass The Long Dark, dass ich bis dahin noch nicht einmal gestorben bin, dann müsste es auch noch laufen.
Ja. Kann ich, wie gesagt, jetzt noch nicht sagen, weil das etwas im Voraus aufgezeichnet ist. Ja. Und so weiter und so fort. Ja, das ist das halt immer. Ich bin sowieso mal gespannt, wie viel da jetzt bei rausgekommen ist. Hm. Na, Far Cry setzt sich dann bei mir auch irgendwann erst noch fort mit Far Cry 2, bevor dann Far Cry 4 kommt. Also da ist dann also. Ja. Machst du auch noch Far Cry 2? Oder hast du schon? Eigentlich ist es nicht geplant zurzeit. Gut, jo, dann bedanken wir uns auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Bewertung positiv, wenn möglich. Für Kommentare sind wir immer froh und über ein Abo umso mehr. Und wenn es eine negative Bewertung gibt, dann wenigstens mit Begründung in den Kommentaren. Richtig. Oh mit Gott. Konstruktiver Kritik. Du bist einfach voll schwuler Teil. Ja. Macht mich immer voll traurig. Ja. Gut, dann war's das und dann bis demnächst. Und ich geh sterben. Servus. Tschüss.